Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zurück zu einer weiteren OMSI 2 Folge. Wie ihr schon sehen könnt, wir haben heute ein kleines Special vor uns, nämlich mit der Wuppertaler Schwebebahn. Was ich euch erzählt habe im letzten Wuppertal-Video, dass wir das nochmal fahren werden. Ja, es ist schon etwas älter, das DLC allgemein. Und es gibt bestimmt auch schon andere Videos dazu, aber das ist mir sowas von egal. Ich bin es noch nie gefahren und ich habe es euch noch nie gezeigt. Deswegen machen wir das eben jetzt. So ist natürlich dann auch die Frage, ob wir dafür wirklich diese Mini mehr brauchen. Eigentlich ja nicht. Aber ich lasse trotzdem mal an. Damit wir so ein bisschen so einen Überblick haben, wo wir gerade sind. Ich fahre das hier auch ganz mit Tastatur jetzt nur, weil macht da sonst keinen Sinn eigentlich. Erst E. Dann M für die Batterie. Und dann D. So. Für vorwärts. Wie fahre ich jetzt? Ach, so geht das, ja. Okay. Was natürlich schön wäre, ist, wenn wir hier auch KI hätten. An Schwebebahnen. Gott, diese Bremse, Alter. Das ist ja... Ah ja, ohne Schildern geht das natürlich gut, ne? Man kann hier drauf drücken oder einfach mit der Numpad-Minus-Taste. Geht natürlich auch. Ist dann natürlich die Linie 60. Ziel Oberbarmen, jawohl. Hallo. Hi. Ah ja, bevor ich es vergesse, weil OMSI ist ja so... So zickig, was das angeht, kein Fahrkartenverkauf. Ja, Leute, falls ich noch ein bisschen husten sollte, dann tut's mir leid, ich bin noch von letzter Woche krank. Deswegen kam auch eine Weile nichts. Aber gut, also die 5 Minuten, die können wir auch vorspulen, das ist jetzt egal. So. Da kommen noch welche, das sieht man hier in der Kamera schön. Da staut sich's, super. Ja, los geht's, ne? Oh, ist noch gesperrt. Ach, egal. Geht wahrscheinlich eh nicht, ne? Ja, das hab ich mir gedacht. Das Ding geht aber ganz schön ab, ne? Was für langsamer? Das Teil kann plus 40. Also eigentlich können die Dinger ja 60, aber streckenbedingt und wegen Verschleißsachen und was ich so alles gehört habe, geht plus 40 km/h leider. Deswegen ja. Auch schon mit Bayer-Werbung. Oberbarmen. Schon mit Schwebebahn-Symbol, wie sie es gehört. Ein Lidl. Ohne Gebäude. Auch gut. Es ist da, um die Leute zu verarschen. Ich glaube, hallo. Ich glaube, bei den Bremsen, das haben wir recht gut raus. Ist ja trotzdem noch so eine Übungssache, ne? Das ist, Ich habe gerade mal rechts geschaut, um zu gucken wegen Spiegel, ne? Aber nee, ist er nie. Auch geil. Schon eine Minute plus. Ist schlecht. Thank you.
Hammerstein. Ah ja, Omsi, ich verstehe schon. Wenn du so tust, dann muss ich das leider auch entfernen. Ja, sonst geht das nicht, Leute, ne? Das ist, aber ihr kennt das ja schon von Straßenbahnfahren, Omsi. Da muss man das ja auch meistens ausmachen. Oh, wir haben KI. Gibt's doch nicht. Letztes in den Videos ging das nicht, ne? Hammerstein. Gut, also grafisch könnten die Armaturen auch besser sein. Zumindest das hier. Aber sonst. Ach, das sieht so geil aus, ey. Moin. Die laufen in dem Bereich drin. Das ist nicht gut. Beiseite. Ich würde sagen, wir haben es drauf für den Bremsen, ne? Tag. Tag. Hallöchen. Oh, Leute. Geil. Ja, was nun? Nicht mein Problem. Sonnborner Straße. Oh ja, jetzt geht's, glaube ich, über die Autobahn, so wie das aussieht. Das mit der Minimap ist halt wirklich totaler Blödsinn, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Scheiße, da war der Mast im Weg. Auch wie das hier noch so ein bisschen glitscht. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ist halt um sie. Ja, ich würde sagen, mit den Bremsen haben wir jetzt die Übung raus schon. Was geht? Manfred. Und weiter. Wir ignorieren das einfach mal. Es ist sowieso, macht keinen Sinn. Die schalten, wie sie wollen. Stadion. So, jetzt. Von hier erreichen Sie den Wuppertaler Zoo. Na, ach nee. Ja, ab jetzt schweben wir in einer schönen Kurve über die Wupper. Und ab hier sozusagen jetzt die ganze Zeit. Wenn ihr die Kreuzung hier noch kennt aus dem Mini-DLC. Mein Gott, wie sich das Teil neigt. Mann, ich habe immer diese Pfosten im Weg. Aber Fotos machen üben wir nochmal. Ja, ich hätte auch einfach Pause drücken können, ne? Aber... Ja, Busfahrer. Hallo. Das ist richtig lach. Also Innensichten hier. Oha. Guten Tag, lieber Fahrer. Guten Tag, lieber Manfred.
genau, da hinten geht's zum Zoo. Waresbeckerstraße. Genau, wenn ich jetzt hier mal Pause drücke, da unten seht ihr nämlich eine runtergefallene Schiene. Wenn ihr jetzt die Hilfspfeile anmacht, dann seht ihr 18. November 2018. Könnt ihr selbst googeln, was da vorgefallen ist. Ich erzähle es euch nicht. Eigentlich weiß man's. Aber wer es nicht weiß, googelt mal. Und das in so einer modernen Zeit vor allem. Die Soundkulisse ist auch ziemlich komisch, wenn ihr mich fragt. Naja, zur Strecke selbst vielleicht noch. Die geht so circa 45 Minuten. Zwischen Vorwinkel und Oberbarmen. Moin! Aber man kann hier bei OMSI Plus im Vorwinkel spawnen. Warum auch immer das so ist. Ja, nebenan ist auch eine Zugstrecke. Deswegen hört man das gerade. Irgendwo, da hinten. Auch geil. Alle drin jetzt? Danke. Jawohl. Ich grün bekommen. Westende. Ohne Witz, Leute, das ist so geil. Ist halt natürlich sehr viel Industrie hier, ne? Das ist halt... Ob das wirklich so ein Besuch für eine Woche wert ist, die Stadt, weiß ich nicht. Ja, ich würde da schon nein sagen. Aber für 4 Tage kann man es mal machen. Natürlich auch wieder bei bestem Wetter fahren wir hier. Das war ja aber perfekt. Hallo. Perfektion. Hallo? Genau hier ist dann halt irgendwie so eine Kamera dann immer, die hier drauf gestellt ist, so dass man das halt eben hier sehen kann. Ne? Das ist Hallo. Video innen. Oh, cool. Klima. Geil. Ja, es ist Touch. Ich meine, könnte man ja sehr schwer erkennen jetzt, ne? Pestalozzi-Straße. Ja, da oben seht ihr die Zugstrecke. Da oben rechts. Ja, was kann ich euch noch so darüber erzählen? Also die schwebt so 15 Meter über die Wupper. Ja, das sind 15 Meter. Klingt vielleicht nicht nach viel, ist aber viel. Also wenn die hier runterstürzt, landet sie zumindest im Wasser.
Etwas weich, kann man sagen. Man kann auch ruhig mal stärker reinbremsen, das ist ziemlich geil. Dass die auch alle nach vorne gehen müssen. Leute, es gibt vier Türen. Ach, die wollen nicht. Ach, die wollten doch. Ja, dann nochmal. Aufmachen. Hallo. Hinne machen. So. Ach, Moment. Ich sehe hier eine schöne Straßenbrücke. Da stellen wir uns jetzt mal hin. Aber man kann nicht nach oben gucken, ne? Ah, Mist. Egal, so geht's auch. Ich merke schon, das waren heute viel zu viele Bilder, ey. Robert Daumplatz. Also ich frage, warum so still jetzt eigentlich? Ja, ich bin halt irgendwie begeistert davon. Das ist, hat man auch nicht alle Tage. Ja, Omsi, das passt gerade nicht so ganz auf die Schiene, aber gut. Na, das war jetzt eine blöde Bremsung. Sag mal, steigen hier auch mal welche aus, oder? Hallo, Busfahrer. Jetzt ist so dumm. Hallo, Busfahrer. Nee, ich steig keiner aus hier. Schade. Mühle. Von hier erreichen Sie die IHK und das Finanzamt. Der hat doch gerade der Gong gefehlt, oder nicht? Der Gong für die Ansage, der hat doch gefehlt gerade. Oder bin ich total dumm jetzt? Jetzt geht's wieder über die Straße. Komm schon. Ein schönes Bild, bitte. Wie die Leute da rumbacken, das ist so geil. So, F12. Weiter. Halt, wenn das jetzt nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. So, danach kommt, glaube ich, auch schon der Hauptbahnhof. Guten Tag. Ah ja, der Hauptbahnhof steht ja hier. Lol. Na los. Hallo. Hallo. Es geht auf einmal nach hinten. Nee, sorry, aber dafür habe ich keine Zeit. Das geht ja mal gar nicht, ey.
Hauptbahnhof. Übergang zum S-Bahn- und Regionalverkehr. So, mal schauen, wie gut sie den getroffen haben, den Hauptbahnhof. Sorry. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass der Hauptbahnhof für die Schwebebahn ein bisschen weiter weg von den eigentlichen Schienen ist. Also von den Zügen selbst. Zeige ich euch gleich mal. Das ist aber schön gebremst. Genau, da müsste man halt eben hier rüberlaufen. Kommt, denke ich mal, ganz gut hin. Ja, so fast. So grob, wie ich mich noch daran erinnern kann. Guten Tag. Guten Tag. Und weiter. Keine Zeit. Da hinten sieht man schon, wie es hier hinten wieder durch die Straße geht. Kluse. Von hier erreichen Sie das Cinemax Kino und das Schauspielhaus. Ja, was hier leider nicht so ganz stimmt, sind die Ansagen. Also der Gong stimmt, aber die Ansage selbst nicht. Was ein Wunder, ne? Aber ich denke mal, das ist euch schon klar gewesen. Und andere Türsounds hätte ich mir auch gewünscht. Hä, die Leute! Was zum Teufel? Was ist das denn? Was ist das? Wie geil, habe ich ja auch noch nie gesehen. Wie geil. Ah, gerade noch so, Junge. Geil, einfach nur geil. Landgericht. Jetzt machen wir wieder so einen Schlenker. Sie das Amtsgericht und Wickhühler Park. Jetzt machen wir wieder so eine Kurve hier direkt neben der Zugstrecke. Auch geil. Ich meine, ihr seht es ja selbst auch der Minimap. Ich habe es deswegen bewusst mal angelassen. Damit wir das mal sehen. Ach ja, eine Info so vorweg, ne? Es kann sein, dass das Spiel, dass wir es nicht bis Oberbarmen schaffen, sag ich mal so, weil Omsi ist ja so billig und willig. Es lädt dann auf einmal und lädt nicht weiter. Kann passieren. Ich hab euch vorgewarnt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, warum das Video dann zu Ende schon ist. Oder kürzer, als ihr denkt. Oh ja, ich bin Busfahrer. Ich hab's noch verstanden, ne? Meine Güte. Wie das gewackelt hat. Völklinger Straße. Auch wieder keine Sau hier, die hier Wuppertal spielt am Samstag. Was denn das? Hier ist eine Schwebebahn. Ach nein, da war ja was. Man kann ja bloß in Vorwinkel die Schwebebahn spawnen lassen. Oder zumindest auf der Straße, aber...
Ja, komisch, ne? So, danach kommen die ganzen Stationen mit den Brückennamen. Ja, ja. Wo ist eigentlich mein Fahrplan, den ich ausgewählt habe? Den gibt's hier nicht. Das ist schade. Also, wie sehr man sich aber auch beim Bremsen verschätzen kann, ne? Hallo? 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 Guten Tag. Hallo. Und weiter. Immer weiter, weiter, weiter. 3 Minuten plus. Wie soll man es denn bitte auch schaffen? Loher Brücke. Von hier erreichen Sie die Junior-Uni. Was auch immer eine Junior-Uni ist. Aber wir sind immerhin schon mal bei einer fast halben Stunde gleich. Das ist, müssten wir auch mal bald da sein, ne? Natürlich die beliebtesten Plätze bei der Bahn sind natürlich hier hinten. An der Scheibe. Guckt nur keiner raus. Da prügeln sich die Leute ja immer für. Schnauze. Ja. Die prügeln sich halt wirklich für. Hinten besetzt. Und eben die Fanplätze, ne? Die VIP-Plätze. Ja, hat gepasst. Hallo? Ja, doch, könnten 15 Meter sein. Das kommt schon hin. Wenn man sich das so ansieht jetzt hier. Adlerbrücke. Übergang zum Museum für Frühindustrialisierung. Leute, wenn das alles so stimmt, ich weiß es nämlich selber nicht mehr. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Für mich auch Wuppertale haben. Aha, die rote Schrift oben sagt mir Haltewunsch. Hier gibt es aber keine Leuchte. Weil der Zug so oder so immer anhält. Und es gibt auch bloß jetzt einen Türknopf, wo wirklich alle Türen aufgehen. Aber es reicht ja auch, ne? Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ja, dann ich depp. Also die 611 sind wir ja im letzten Video gefahren. Also müsstet ihr noch kennen die Stelle hier, ne? Hallo. Guten Tag. Ja, mach doch mal hin. Und dann Design. Ist doch kein Wunder, dass wir Verspätung haben. Alter Markt. Von hier erreichen Sie die Barmer Innenstadt.
Na, ist doch kein Wunder, dass wir Verspätung haben, wenn die alle an einer Tür einsteigen, also. Oh, es gibt wieder eine richtig fette Kreuzung. Ich finde es auch geil, wie die Bahn sich halt hier halt auch einfach so zur Seite neigt in der Kurve. Finde ich cool gemacht für OMSI-Verhältnisse, muss ich sagen. Oh, 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 oh. Hat gepasst, Leute. Aber wie, ey? Guten Tag. Hallo Busfahrer. Hallöchen. Hallo. Guten Tag, lieber Fahrer. Ja, ja, Manfred. Hallo. Haben wir denn eigentlich noch alle Platz hier drin? Guck mal, wie voll das hier ist. Alter. Ich mach einfach zu und fahr weiter. Weil es eh voll. Und Verspätung. Werther Brücke. Werther Brücke. Also irgendwie vermisse ich gerade noch so einen Gegenkurs, um ehrlich zu sein. Oder ich habe einfach nicht aufgepasst. Aber es müsste theoretisch noch einer kommen, kurz bevor wir in Oberbarmen sind. Hier wieder schön die Zugstrecke hier nebenan. Guten Tag. Hallo. Ich hoffe, wir steigen jetzt mal ein paar Leute aus, weil zumindest sieht man es nicht. Wenn sie aussteigen, weil die ploppen ja sofort weg. Oh! Moin! Wusste ich doch, da kommt noch einer. Da haben wir ja aber nicht so viel Pause dann, ne? Wupperfeld. Ich meine, wir haben Samstag, deswegen fährt die hier auch alle 10 Minuten. Sonst würde sie auch eher fahren. Ich glaube, alle 7 oder alle 5 Minuten? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, alle 5 Minuten sogar in der Woche. Da wäre dann hier so viel mehr Lust, sage ich euch. Aber ey, immerhin haben wir ein paar Schwebebahnen gesehen. Ich habe die Map einfach nochmal neu installiert. Jetzt geht das. Nicht so wie im letzten Video, da haben wir ja gar keine einzige gesehen. Wobei, hätte eine fahren müssen. Einfach Map neu installieren, dann geht das schon. Oh, wie sieht das denn aus? Ih. Geil. So Leute, bitte haut ab. Hallo. Wir sind eh gleich an einer Station, also bitte. Oh. Zu früh beschleunigt. Schön hier. Oberbarmen. Diese Linie endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Genau, Oberbarmann auch so ein etwas größerer Treffpunkt, sag ich mal, für Bus und Zug. Und Schwebebahn. Leute, ganz ehrlich, das ist doch eine geile Strecke, oder? Die ganze Zeit über den Fluss. Ab und zu über ein paar Straßen. So, haut ab. Verzieht euch. Endstation. Seht ihr, was ich meine? Manche ploppen halt weg. Aber macht ja nichts. Wollen wir doch um die Kurve rumfahren, Leute? Ja, komm. Können wir machen. Ich finde es interessant, dass das Spiel auch nicht abgestürzt ist währenddessen. Respekt erstmal dafür an Omsi. So, mit 10 km/h sollten reichen. Aber wir fahren. Ach so. Ja, können wir hier abstellen, oder? Wir fahren noch um die Kurve rum und gut ist. Für den Kollegen. Wisst ihr Bescheid. Was, hier ist noch jemand drin? Was zum Teufel? Er hat sich gerade jemand beschwert, ey. Wie geil. Ich sehe aber keinen. Hä? So, da würde ich sagen, halten wir hier mal an. So, Leute, war doch schön, oder nicht? Ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Bild verabschiede ich mich hier in der Abstellhalle. Fahrerwechsel, ihr wisst Bescheid. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal um sie 2. Und tschüss, tschüss.